Ich habe also in diesem Buch nicht nur gesagt, der Tim geht durch das Buchstabenland und lernt die Buchstaben kennen. Na, ganz im Gegenteil, das rückt total in den Hintergrund, weil sie gehen durchs Buchstabenland und versuchen es zu retten, indem sie das Feuerteufelchen fangen wollen, wieder einfangen wollen und den Schaden begrenzen wollen, der entstehen kann, wenn Feuer Papier natürlich zunichte macht. Und somit läuft dieser Prozess des Lernens eigentlich im Hintergrund statt und ist nimmer die Nummer eins in dieser Geschichte. Und daher, so sollte es auch eigentlich sein mit dem Lernen. Diese Dinge lernt man nebenbei und nicht, wenn man sich so drauf stürzt und das wird dann sehr, sehr eng und streng. Ich möchte euch was zeigen, Schatz mal. Hier sind zum Beispiel Buchstaben. Tatsächlich Hobby. Die Buchstaben von Hand auf einer Insel, nämlich auf Mljet in Kroatien, mit einer Feder geschrieben. Jeder einzelne Buchstabe und hab die nachher den grafisch umgearbeitet. Natürlich ist der Buchstabenmeister des Buchstabenland das erste große Buch, aber es ist an und für sich das Lesebuch. Ich habe noch daraus 7 Malbücher, Schreibbücher gemacht. Mit diesen Buchstaben. Ich habe diese Buchstaben erfunden. Ich habe sie, also sie sind nicht schulkonform, aber Kalligraphie muss nicht schulkonform sein. Kalligraphie gibt es in allen möglichen Formen von Schriften. Und das ist halt jetzt meine. Und sie ist aber sehr kindgerecht und sie ist auch sehr schön geschrieben. Und da habe ich diese Märchenbücher dann eben, also diese Malbücher, dem Märchenbuch angepasst. Und auch verschiedene Stufen von Schweregrad eingearbeitet. Und was ihr hier noch sehen könnt, schaut mal die Schrift an. Ich habe sie tatsächlich so in einer kindlichen Schreibschrift drucken lassen. Das ist ganz speziell, da muss man manchmal suchen, die findet man nicht in einem normalen Schreibprogramm, damit es eben auch diesen Charakter von Schreibschrift hat während dem Lesen. Ich habe jetzt nicht meine Schrift, die ich da erfunden habe, ja. Aber nur damit ihr wisst, ich mache mir sehr viel Gedanken wirklich beim Setzen, bei der Art, wie ich setze oder bei der Schriftform oder eben auch bei den Bildern. Und ich erzähle euch weiterhin, was ich mir bei diesem Buch gedacht habe, als ich es schrieb für Kinder, die schreiben und lesen lernen wollten. Bis zum nächsten Mal.